Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sepp von PlanetEternia.de und heute packen wir das Rise of Evil 2 Pack aus. Ach, wie geil ist das denn? Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der auf alle Exclusives bei den Origins abgezielt ist. Deswegen habe ich zum Beispiel das Heeman & Adams Set nicht oder auch das PowerCon Set vom letzten Jahr hatte ich nicht oder die Exclusive Shiva. Aber da musste ich zuschlagen, denn ich bin ein absoluter Keldor-Fan, der hier mit dabei ist. Und die zweite Figur ist Cronus, in dem Fall Origins Cronus genannt. Das frühere Ich von Trapjaw. Warum? Dazu kommen wir gleich noch. Ja, das hier ist ein Exclusive, aber nicht in dem Sinne, dass es ultra selten oder ultra schwer zu kriegen ist. Das ist in den USA bei der Kaufhauskette Target erschienen, also die Kaufhauskette hat dieses Set in Auftrag gegeben bei Mattel. Und in Deutschland haben wir das Glück, dass die meisten deutschen Online-Händler das auch anbieten können. Wir hatten über Großhändler auch die Möglichkeit, das zu kriegen. Insofern für uns auch mal eine schöne Sache, dass etwas nicht regulär im Handel erhältlich ist, aber trotzdem auch nicht so schwer zu kriegen ist. Finde ich eine feine Sache. Ja, kostet ein bisschen mehr als zwei Einzelfiguren, aber auch nicht so viel mehr. Schwankt ein bisschen von Händler zu Händler, bestellt beim Händler eures Vertrauens, wenn ihr das wollt. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Aufmachung in der Box schon. Damit kommen wir sofort mal zum eigentlichen Artikel. Ihr seht es hier, wieder im Hintergrund, passend für die Evil Warriors in Rot gemacht. Das ist ja die Unterscheidung, die Mattel bei diesen Boxsets gerne macht. Blauer Hintergrund ist für die Helden, roter ist für die Bösen. Passt für mich. Die Figuren mit allem drum und dran schön verpackt. Und ihr seht es, das hier ist eine europäische bzw. internationale Version, wo wir wieder auf gewisse Texte verzichten müssen, weil sie mit mehreren Sprachen hier wieder arbeiten, wie hier. Genau, da ist der Stern. Retroplay steht dann da. Und auch auf der Rückseite, da steht dann modernes Design in diversen Textversionen. Dafür haben wir keine Beschreibung hier dabei. Naja, ist halt einfach so. Das Spiel kennt ihr ja mittlerweile. Ich habe mich eigentlich ganz gut daran gewöhnt. Ich mag eigentlich nicht diese 1000 Textbeschreibungen hier, aber trotzdem ist es für mich jetzt nicht so tragisch. Ich packe ja ohnehin aus, auch wenn ich die Box behalten werde. Ja, zu den Figuren selber kommen wir gleich noch. Aber das Artwork mal wieder, beziehungsweise die Aufmachung der Verpackung. Genial, hier wieder Prägedruck mit Glanzlogo, das gefällt mir schon richtig gut. Auf der Rückseite haben sie das gleiche bei den Charakteren gemacht. Das zeige ich euch gleich nochmal. Aber hier das Artwork. Ich kippe das mal ein bisschen, damit man den Bereich auch noch ein bisschen sieht, obwohl da nicht so viel los ist. Aber das Artwork ist wieder wie geleckt. Genial, was der Exegy Menace da abgeliefert hat. Ich glaube, bei dem Set hat er die Farben sogar vom Nathan Bartsch gemacht bekommen, der auch beim Castle Grayskull Playset dann den Farben mit dran war. Ja, und man sieht es wieder, schöne Referenzen dabei. Keldor, wie er dort steht, hat genau die Pose, wie Skeletor sie auf dem Vintage Cardback hatte. Daneben Cronus und im Hintergrund Hordak als Wolke. Mag vielleicht ein bisschen seltsam wirken, aber tatsächlich ist das eine Referenz an das Vintage Hordak und Grizzler 2 Pack. Da lag damals ein Büchlein dabei von Bruce W. Timm gezeichnet. Dort war unter anderem auch Hordak mal in einem Wolkengesicht zu sehen. Das ist eine Referenz, die ganz gut ist, denn historisch seit dem 2000X-Cartoon wissen wir, dass Hordak eigentlich in Form von einer roten Wolke damals mit Keldor auf Eternia kommuniziert hat. Das ist hier eben die Referenz daran, der Spirit of Hordak sozusagen. Ja, 2000X-Referenzen gehen auch hier weiter. Ja, wo haben wir es da? Die Halle der Weisen aus dem 2000X-Cartoon, wo die Weisen gehaust haben, bevor sie sich in den Orb of Power verwandelt haben und nach Castle Grayskull zurückgezogen haben, zu dem Zeitpunkt, als Keldor nämlich diese Halle angegriffen hat, um Eternia zu unterwerfen. Und das sieht man hier. Diese Darstellung zeigt eben kurz vor dem Angriff die Evil Warriors. Keldor, Cronus, und dann kommen wir jetzt zur Seitenlasche. Dort sieht man die übrigen Kämpfer, Evelyn, Beastman, Triklops und Merman. Und dort gibt es auch wieder sehr schöne Referenzen. Merman in seinem Lords of Power Look, beziehungsweise so wie er ursprünglich mal als Figur geplant war und auch im 2000X-Cartoon zu sehen war. Evelyn auch eher in einem 2000X-mäßigen Look. Beide Figuren kriegen wir auch. Beastman im Lords of Power Look vom 5er Set. Das habt ihr bestimmt schon in einem unserer Videos gesehen. Ja,
Finde ich sehr geil. Triklops im frühen Mini-Comic-Look. Dort hat er noch ein pinkes Hemd an. Also sehr frühe Version. Jetzt wissen wir, die Beastman-Figur, die auf normaler Einzelkarte erscheint, ist anders bemalt. Aber hier haben sie halt die klassische Farbtönung gemacht. Sehr schön finde ich das. Wenn man diese Box also aufklappt, eigentlich brauchen wir ein Artbook für diese ganzen Sachen später mal, damit man das schön sieht, diese ganze Szenerie. Und dann noch eine absolute Vintage-Referenz hier an der Lasche. Diese Krötenkreatur stammt aus dem Castle Grayskull-Kerker aus den 80er Jahren. Dort war die schon zu sehen und hier ist sie nochmal eingebracht worden von Exegy Menace. Finde ich immer geil, solche Sachen. Ich mag es, solche Dinge zu entdecken. Aber selbst ohne die Referenzen würde es einfach mega geil aussehen. Wie gesagt, Skeletors Vintage Cardback Pose für Keldor ist schon ganz cool. Der sieht da auch wirklich kalkulierend aus. Und dann die Rückseite, auch wieder großartig, grandios. Gut, wir sehen hier Wechselköpfe, kann man tauschen. Dann Deluxe-Figuren werden dargestellt und Panther. Aber das Wichtigste ist natürlich dieses Motiv. Und das setzt im Grunde die Vorderseite fort. Hier ist nämlich schon der Kampf in der Halle der Weisen am Toben. Deswegen sehen wir hier Randor, bevor er zum König gekrönt wurde. Deswegen hat er dort keine Krone. Aber trotzdem ein sehr klassischer Look. Keldor hat hier schon seine Säurefiole im Gürtel bereit, mit der er sich im 2000X-Cartoon dann das Gesicht selbst verätzt hat und dadurch zu Skeletor wurde, um die Geschichte ganz kurz umzureißen. Aber ich bin sicher, ihr kennt die Geschichte ohnehin. Ja, die Evil Warriors greifen die Heroic Warriors an. Dort sieht man Man at Arms sehr schön, dass sein Gesicht verdeckt ist, sodass man nicht weiß, trägt er einen Schnauzer oder nicht. In der Zeit eigentlich nicht. Ja. Und wir sehen auch einen Stratos, der in einem sehr frühen Look gemacht war. Diese Version von Stratos haben wir bei den Moto Classics schon mal bekommen. Ich bin mal gespannt, ob wir den bei den Origins auch noch bekommen. Meistens kann man ja hier schon relativ gut erwarten, dass Sachen, die auf den Verpackungen zu sehen sind, als Origins-Figuren auch geplant sind. Aber super genial, dynamisch, dieses Gut gegen Böse, was es auch auf vielen früheren Motiven gab. Sehr schön umgesetzt, gefällt mir richtig gut. Sowas macht mich auch wirklich heiß auf weitere Toys und ist für mich so ein Punkt, wo ich dann sage, man sollte eigentlich schon fast diese Schachtel nicht öffnen. Mache ich aber trotzdem, wir machen ja ein Unboxing hier. Also, wo ist denn mein Messer hier? Ach, Moment, da haben wir es ja. Wie wir es immer bei den Schachteln haben, ist eigentlich der Vorteil bei dem Ganzen, dass wir hier Laschen haben, die nur verklebt sind. Das heißt, dass man diese Box theoretisch wieder zumachen kann. In der Praxis ist es manchmal nicht so ganz leicht, wenn irgendwas dort drin ist, was ohne ein Halteband oder so herausfliegen würde. Aber meistens kann man das doch schon ganz gut wieder einpacken. Ich werde diese Box auch behalten, die wird bei mir wieder aufgestellt irgendwo. Vielleicht packe ich die Figur noch irgendwann wieder ein. Manchmal wechsle ich da ein bisschen. Ich finde sowas schön, wenn man einfach die Option dafür hat. So. Haben wir es. Einfacher Blister. Fangen wir mal an, das Zeug herauszuholen. Was ich jetzt schon sagen kann ist, ich habe mir das Set natürlich vorher schon ein bisschen angeschaut, einzelne Teile sind hier leicht verbogen drin. Das sieht man hier zum Beispiel an dem Blaster von Cronus. Das ist ein Repaint von der Castle Grayskull Gewehrwaffe, die beim Playset dabei war. Dort ist sie weißlich, hier ist sie schwarz. Jedenfalls ist es verbogen. Nimmt man einen Heißluftföhn, hält lang genug dran, dann wird das weich, dann macht man das gerade und hält es unter kaltes, fließendes Wasser und die Sache ist geritzt. Deswegen ist es für mich nicht so schlimm. So, einzelne Teile weiter raus. Es ist schon gut verpackt, dafür, dass jetzt gar nicht so viele Haltebänder hier sind. Dann möchte ich aber doch ein bisschen aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. So. Keldors Stab, werden wir auch noch gleich zu kommen. Schöner Wechselkopf ist dabei für Skeletor. Auch das besprechen wir gleich. Erstmal alles raus hier. Das Schwert von Keldor ist mit einem Halteband befestigt, sogar mit zwei am Griff auf und ist deswegen auch ein bisschen verbogen. Zeige ich euch gleich nochmal. Nicht schlimm verbogen, aber bei sowas bin ich dann schon sehr genau. So. Ja, Krone selber ist hier nicht
fest verpackt mit Haltebändern. Bei Keldor sieht es auch nicht danach aus. Da wird nur das Interessante jetzt der Umhang sein. Das muss man immer durch das Plastik durchziehen, aber die Ausbuchtung sieht groß genug aus. Bisschen zusammenbiegen, dann geht das schon. So, jetzt haben wir es raus. Wunderbar. Was ich hier schon mal sagen kann, die Gelenke fühlen sich beim ersten Anzeichen ganz solide an. So wie immer, also die üblichen Moto Origins Gelenke sind hier vorhanden. Das Material teilweise sehr weich, damit eben die Rüstungen auch biegbar sind. So. Jo. Keldor und Cronus. Keldor wurde für den 2000X Cartoon bzw. für die 2002er Relaunch Era der Masters eingeführt. Ist ja damals leider relativ kurzfristig gewesen, weil das dann doch gefloppt ist aus diversen Gründen. Würde jetzt hier zu weit reichen. Aber Keldor hat sich seitdem relativ gut etabliert. Es gibt heute immer noch genug Leute, die sagen, sie mögen Skeletor einfach als Dämon aus einer anderen Dimension. Ich mag den auch so. Ich mag aber auch Keldor, weil mir dieses Design einfach gut gefällt. Mit dem Bart und dem schönen Grinsen, das er da bekommen hat. Ja, ich finde das eine schöne Sache. Natürlich auch toll, dass er einen Umhang da hat. Ist eine neue Form. Das meiste an der Figur ist altbekannt. So. Arme, Beine, da wurden die Stiefel nur neu gemacht. Die haben eine Form bekommen, die ist schon ein bisschen an die Moto Classics Figuren angelehnt, hat die richtige Sohlen auch. Das ist ganz schön, weil Keldor laut der Historie eigentlich noch menschlicher war von den Formen her als Skeletor, der dann Krallenfüße bekommen hat. Deswegen hat er auch die normalen menschlichen Hände. Moment, da hat der Vergangenheits-Sepp nicht richtig aufgepasst. Ich bin nämlich der Zukunfts-Sepp und ich kann euch sagen, diese Hände stammen nicht von Himen, sondern sind tatsächlich die Skeletor-Dämonenhände mit den größeren Fingernägeln. Das ist dem Vergangenheits-Sepp nur einfach nicht aufgefallen, weil er sich hat täuschen lassen davon, dass wir hier zwei Waffenhände haben und nicht die übliche Krallengreifhand haben mit den offenen Halbfingern. Ja. So schnell kann es geschehen. Und damit gebe ich wieder zurück in die Vergangenheit. Lendenschurz, Rüstung, wie bei einem normalen Skeletor. Ach, den nehme ich mal zum Vergleich heran. Aber ein bisschen mehr Bemalung an der Rüstung. Und die Farbgebung ist deutlich dunkler gemacht. So. Ich hoffe, ihr seht es, aber ich glaube schon, dass der Unterschied deutlich ist. Skeletor hat ein viel, viel helleres Lila. Was ich auch nicht so toll fand, dieser lila Ton, der dunkler ist bei Keldor, der gefällt mir so viel besser. Ist unglaublich. Es ist eigentlich so, dass ich mir sogar fast wünschen würde, die Farbtöne wären genau andersherum, weil ich glaube, das hellere wäre für Keldor passender gewesen. Dafür hat er an der Rüstung eben auch Bemalung. Aber Moment, hier noch kurz die Füße. Ja, Skeletors Krallenfüße, Keldors neue Stiefel. Keldor hat auch die Hemen-Armreifen, also im Grunde so wurden hier die Hemen-Arme komplett recycelt, aber an der Rüstung, der Edelstein wurde bemalt, was ich hier bei Skeletor schon gut gefunden hätte, und die Fledermaus, die wurde knallgrün gemalt, schon richtig neongrün. Das wirkt ein bisschen eigenartig, das gab es so eigentlich auch noch nicht. Streng genommen hätte man ihm einen neuen Brustpanzer machen müssen, wenn man wirklich nach der Vorlage gegangen wäre, wo er das Knochenemblem früher noch nicht hatte, aber hier bei der Moto Classics Figur damals wurde es auch gemacht. Aber die grüne Fledermaus ist neu. Ja, eine rote Fledermaus wäre natürlich praktisch gewesen, seine damalige Zugehörigkeit bzw. seinen Status als Schüler von Hordak darzustellen. Aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel Horde-Referenz gewesen, dafür, dass er halt doch nicht so ein festes Horde-Mitglied war. Ich könnte ohne das Grün leben. Mit dem Grün sieht es aber auch ganz nett aus. Passt für mich soweit. Ja, der Kopf. Da muss ich die Moto Classics-Figur mal herholen. Hoppla, da fällt der Classics Cronus, zu dem kommen wir auch nochmal. Der Kopf ist meiner Meinung nach nahezu 1:1 abgegossen von der Moto Classics Version. Ihr seht, es ist das gleiche Grinsen. Die Haare fliegen sogar gleich.
Ich habe jetzt nicht bis aufs letzte Detail verglichen, aber ich würde sagen, die großen Unterschiede kommen eigentlich hier durch die Bemalung, weil die Bemalung hier ein bisschen anders ist, der Bart ist ein bisschen anders gemacht, die Augen sind nicht ganz so aufwendig wie bei der Moto Classics Figur von damals gemacht worden. Aber es sieht für mich tatsächlich so aus, als hätten sie diesen Kopf abgegossen und ein bisschen verändert, sodass er auf dem Moto Classics Torso gut passt. Krass. Finde ich echt heftig. Also ich meine, ich finde es super gut gelungen. Passt einwandfrei, wenn es wirklich so gemacht wurde. Aber es ist erstaunlich, dass sie das getan haben. Finde ich faszinierend. Und ihr habt es gesehen, die gleichen Armreifen waren da schon bei Keldor vorhanden wie hier. Also da wurde sich wirklich stark an der Classics-Figur orientiert. Der Umhang ist nur ein bisschen anders. Mache ich mal kurz den Kopf ab, das kann man ja machen. Der Umhang erinnert ein wenig an den von Scarecrow durch diese Kordel, die hier dran ist. Und er hat hier auch einen Kragen, der nach unten geschlagen ist. Da war der Umhang bei der Moto Classics Figur doch etwas simpler gemacht. Der hatte nicht so einen Kragen. Aber ist ganz okay. Das einzig Doofe ist halt, wer das mit Skeletor kombinieren will, kann den Umhang nicht einfach hier dazu nehmen, wenn er die Farbe gleich haben möchte. Weil, wie gesagt, dunkler als hier. Kann man nichts machen. Jo, Rüstung halt genau das gleiche wie immer. So, man kann natürlich den Keldor auch ohne Umhang anmachen. Ja, sieht auch ganz ordentlich aus, aber ich glaube, ich würde eher beim Umhang bleiben. Nochmal draufgesetzt. Und er hat, wie ihr gerade schon gesehen habt, seine beiden Waffen dabei. Zauberschwert oder sein Schwert vielmehr und Widderstab. Ja, zeigen wir erstmal den Widderstab. Absolut baugleich mit dem normalen Widderstab von Skeletor. Hoppla. Aber dieses Grün ist halt drin. Also das Grün zieht sich durch. Das soll wohl irgendwo auf Magieeffekt und sowas hinweisen. Jo. Das Lila ist hier im Grunde bemalt. Ist der gleiche Ton wie bei der Figur selber. Gegossen ist er transparent. Also wer von den Customizern das ausprobieren möchte, könnte natürlich gucken, ob er die Farbe wegbekommt. Dann hat er einen komplett transparent grünlichen. Ist sehr ungewöhnlich, haben wir so auch noch nicht erlebt. Bei den Classics hatten sie mal den Kopf ein bisschen rötlich gemacht, transparent. Fand ich auch gar nicht schlecht. Das Grün ist für mich schon fast zu grell, aber irgendwo stehe ich dann doch wieder drauf. Das hat für mich so einen gewissen Säure-Look. Und deswegen ist es für mich auch schade, dass Keldor hier zum ersten Mal keine Säurefiole beiliegen hat, die eben so essentiell war, warum er zu Skeletor wurde, weil er sich selbst das Gesicht verätzte und durch Hordaks Magie dann gerettet wurde. So, Stab mal kurz hingelegt. Zauberschwert. Das ist jetzt interessant. Da kommen wir rüber, Kronis. Das hier ist Skeletors Schwert gewesen. Eine Schwerthälfte mit Steg. Hier, ich habe die andere dran gemacht. Die neue Version hat keinen Schwertsteg und hat einen etwas anderen Griff. Das hier ist nicht ein Repaint der Waffe, die ursprünglich mal Prinz Adam beilag, sondern ist eine neue Version. Diese gleiche Version liegt auch den Einzelfiguren von He-Man und Skeletor bei, die in einer Neuauflage mit Vintage-Köpfen jetzt herauskommen. Und auch einer neuen Produktionsauflage von Prinz Adam und dem Skyslet-Set liegt diese Version mit dünnerem Griff bei, damit der besser gehalten werden kann. Denn der alte Griff, der war verdammt dick. Und es ist halt ein vollständiges Schwert. Das finde ich geil. Hier wieder die Klinge, grünlich transparent. Grunde das gleiche Prinzip wie beim Stab, wobei das hier nicht ganz so strahlend ist. Aber das Interessante dabei ist halt, dass man ein vollständiges Zauberschwert hat. Hier seht ihr es in der Hand. Man kann es leider nicht allzu weit herunterziehen, dann hängt es wieder schief drin, aber er kann es doch besser halten. Die linke Hand funktioniert sogar besser, finde ich. Er kann das auf jeden Fall besser halten als das dicke Schwert von Prinz Adam aus der ursprünglichen Version. Ich finde sogar, dass er es mindestens genauso gut halten kann wie hier, obwohl hier der Griff noch ein bisschen kürzer ist. Finde ich auf jeden Fall gut und es ist super, dass wir diese Form bei anderen Figuren auch noch sehen werden. Denn das ist natürlich ein großer Wunsch von vielen Sammlern gewesen, dass man nicht nur Schwerthälften hat, sondern ein normales Schwert, das auch in die Hand passt. Probieren wir es mal bei der kralligeren Hand von Skeletor. Ja, funktioniert. Wunderbar.
Da bin ich schon sehr zufrieden. Also Keldor ist für mich tatsächlich eine sehr gute Figur. Und jetzt kommt für mich noch ein ganz besonderer Faktor hinzu. Ihr habt es vorhin schon gesehen, Kopf ab und den Wechselkopf drauf. Und statt Keldor hat man dann plötzlich Skeletor mit einem neuen Kopf. Der ist im Stil gemacht, wie Skeletor in den ersten Minicomics von Alfredo Alcala ungefähr gemacht wurde. Nicht ganz so morbide mit den schiefen Zähnen und so, ein bisschen streamlined, aber nichtsdestotrotz finde ich den sehr gut gelungen. Und vor allen Dingen, er hat hier neben einer sehr aufwendigen Bemalung, Zähne sind ja aufwendig bemalt, nicht einfach schwarze Striche, er hat hier kleine rote Steine in den Augenhöhlen, damit die so einen Glitzereffekt. Das gefällt nicht jedem, ja, aber schon. Ich finde es gut. Ich kann es nicht anders sagen. Mir gefällt es deutlich besser als diese dick bemalten roten Augenhöhlen bei dem Skeletor. Da sieht man schon den Unterschied, finde ich. Und der Kopf, der wirkt zwar recht breit, ich finde den aber auch dahingehend wieder gut gelungen. So, dieses Abgerundete gefällt mir gut. Und das heißt letzten Endes, dass man hier im Grunde sich seinen Skeletor draus machen kann. Man könnte jetzt natürlich hier noch die Hände austauschen und die Krallenhände von Skeletor dran machen, um den Look noch ein bisschen zu verstärken. Blöd ist halt mit dem Farbwechsel, dass man ihm jetzt nicht die Krallenstiefel geben kann. Aber okay, das ist halt so. Es wäre natürlich schön, wenn beide den gleichen Farbton hätten, dass man hier auch untereinander ein bisschen mehr tauschen kann. Eben wer das Grün an der Rüstung nicht so gerne möchte, dass er den Wechselkopf hier drauf machen könnte. Das ist nicht so hundertprozentig ideal gewesen, dass man das nicht miteinander kombinieren kann. Aber ich würde mal sagen, da hat Mattel auch den Anfangsfehler gemacht, dass sie den Skeletor einfach mit einem zu hellen Lila-Ton rausgebracht haben. Leider. Was mir hier nicht so ganz gefällt, ist, dass der Kopf relativ weit oben auf dem Halsgelenk sitzt. Ich finde, der könnte ein bisschen tiefer noch sitzen. Und der Umhang, der hat mir schon fast ein bisschen zu viel Spiel. Der hängt schon relativ locker hier, also den mal schön aufzubauen, wird dann nicht ganz so einfach, weil da halt immer die Kordel dann ihm so den Hals zuschnürt. Aber das ist jetzt eher Nitpicking. Ich finde schon, dass dieser Skeletor-Keldor, wie auch immer ihr es lieber haben wollt, insgesamt eine sehr, sehr gelungene Figur ist. Das gefällt mir schon richtig gut. Cronus. Cronus wurde auch im 2000X-Cartoon eingeführt. Gerade wir deutschsprachigen Fans kennen natürlich die Hörspielgeschichte, wo der Waffeningenieur Jor einen Jungen davor rettet, von Skeletors Panzer überrollt zu werden, wird dabei selbst davon erfasst und Arm ab, Kinnlade ab, Skeletor steigt aus dem Panzer aus, findet den verletzten Jor, nimmt ihn mit, macht die Kinnlade und den Arm neu, programmiert sein Hirn um. Soweit so gut, die deutsche Entstehungsgeschichte von Trapjaw. Aber in den USA beim 2000X-Cartoon wurde es halt eingeführt, dass Trapjaw ursprünglich mal so aussah. Das war Cronus. Und kurz nachdem Keldor zu Skeletor wurde, hat er dann gegen ihn rebelliert, einen Aufstand angezettelt. Hier mal zum Vergleich Trapjaw. Skeletor hat ihn dann im Kampf schwer verletzt und hat ihn von Triclops, zu Deutsch Triclops, reparieren lassen. Und so entstand Trapjaw seit den 2000er Jahren. Das wurde jetzt bei den Origins eben auch übernommen. Ihr seht hier, der Farbton der Haut ist minimal etwas dunkler als bei dem Trapjaw. Ansonsten sieht es relativ gleich aus. Die Beine sind wirklich absolut komplett übernommen worden, inklusive der Hose. Auch der Gürtel wurde nicht extra bemalt, was ich ein wenig schade finde. Ich finde, die hätten sie einfach den normalen Gürtel grün bemalen können. Als Ersatz für den Waffengürtel. Das wäre eine feine Sache gewesen. Aber sei es drum. Bei der Moto Classics Figur, das war die erste Cronus-Figur, die es gab, wurde das auch schon ein bisschen so eingeführt. Das waren Wechselteile bei der Trapjaw-Figur, dass man den Arm dran machen konnte. Hier sind die Arme auch He-Mans menschliche Arme. Und er hat eine offene Hand und die Finger sind leicht verbogen. Was ich über die Waffen gesagt habe, kann man auch über die Hände sagen. Heiß für nehmen, dann biegen sich die Finger wieder zurecht, aber natürlich sieht die Pose hier von den Fingern etwas eigenartig aus. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich fand die Arme hier besser, aber hier die rein menschlichen Arme mit diesen ja, grauen Armreifen sind für mich auch okay, aber das Gesicht.
Das Gesicht, also der Helm, dass der abgerundeter ist als hier noch und dass er die Öse hat, ist okay für mich. Schön und gut, wäre sogar noch besser, wenn er abnehmbar wäre, aber das Gesicht sieht schlimm aus. Ganz ehrlich, was haben Sie denn hier mit Papa Schlumpf gemacht? Also, oh, das sieht wirklich aus, als hätte irgendein Papa Schlumpf sich rasiert und hätte dann Steroide genommen und rastet jetzt irgendwie aus. Das sieht so cartoonmäßig aus, dieses Gesicht. Das ist schon fast verwachsen mit der Knubbelnase und allem. Also da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, dass sie hier nicht den Kopf komplett recycelt haben und nochmal so leicht verändert haben wie bei Keldor. Ich finde, das wäre besser gewesen. Ich tue mich wirklich mit dem Gesicht von Kronis ungeheuer schwer. Ich finde, es ist eines der schlechtesten Gesichter der Origins Toyline bisher. Weil es einfach so, ja, schlumpfartig aussieht. Es passt nicht so wirklich zu den anderen. Und ihr werdet es vielleicht auch sehen, der Helm ist auch nicht gerade aufgesetzt. Da werde ich wahrscheinlich auch mit Heißfilm und so hantieren müssen, bis ich den Helm abkriege. Kann die Klebung dann abziehen und den nochmal gerade aufsetzen. Aber ja. Nicht mein Lieblingsgesicht leider. Ich hatte gehofft, dass die ersten Bilder Prototypbilder wären, aber mittlerweile, ja. Nicht so toll. Die Waffe. Hab sie euch vorhin gezeigt. Repaint vom Grayskull-Gewehr wurde quasi gleichzeitig gemacht. Wieso hat man ihm eine offene Hand gegeben, wenn er zwei Griffe an seiner Waffe hat? Jo. Das ist jetzt schon 2 zu 0 gegen die Figur für mich persönlich. Klar, es ist vielleicht Nitpicking, aber trotzdem, ich mache keine offene Hand an eine Figur, wenn ich zwei Griffe habe an meiner Waffe. Was ich interessant finde dagegen ist aber die Rückseite der Rüstung. Hier gibt es drei kleine Ösen. Dann probieren wir das mal aus, denn für mich sieht das sehr stark danach aus, dass bleibst du stehen. Jawohl. Nicht hundertprozentig, weil das ein bisschen weich ist. Das müsste ich nochmal von unten hinführen. Aber grundlegend kann man an diese Ösen Trapjaws Waffenaufsätze machen. Alle drei. Das ist mal ein Ding. Finde ich lustig. Jetzt wäre natürlich die Frage, wozu? Weil soll er dann Trapjaws Waffen so halten? Ist ein bisschen komisch. Also, ich wüsste gerne, was sich Mattel dabei genau gedacht hatte. Haben sie vielleicht da irgendwelche veränderten Waffen dafür eingeplant gehabt und die gestrichen oder sowas? Aber ich finde es grundlegend eine nette Idee, vor allem, wenn man die Figuren jetzt miteinander irgendwo kombiniert. Also, der Hautton, wie gesagt, der ist hier ein bisschen heller als bei der Figur. Ne, ein bisschen dunkler als bei der Figur, wollte ich gerade sagen. Aber trotzdem, schauen wir mal, ob das Kopftauschen geht. Vielleicht ist das ja dann was Interessantes. Die Halshalterung hier bei Trapjaws nämlich anders. Ich fürchte, dass das jetzt nicht so gut drauf geht. Nee, nee. Nee, da geht der Kopf leider nicht auf den dickeren Hals. Schade, kann man nicht tauschen. Aber man könnte ja zumindest die Arme wechseln. Nö. Tut mir leid. Also ein bisschen schade, da ergeben die Kombinationsmöglichkeiten nicht so wirklich viel Sinn. Und deswegen ist das mit den Waffen vielleicht auch nicht ganz so aufregend, auch wenn ich die Idee willkommen heiße, aber dann bräuchten wir auch entsprechende Waffen, die er in der Hand halten kann und die man dann ansonsten ja am Rücken befestigt. Vielleicht wurde da was eingespart, ich weiß es nicht. Es ist spannend, aber nutzlos. Meckern wir nicht drüber. Es ist interessant, aber wie die Rüstung gemacht ist, weil Trapjaw hat ja hier für seinen Waffenarm noch dieses Teil, was fest mit dem Torso verbunden ist, diese Verschalung. Die setzt sich hier ein bisschen fort und wer hat schon mal einen BH geöffnet, der vorne verschließbar ist? Jo. Also vorne ist der Verschluss dieses Mal, finde ich spannend. So ein bisschen wie bei Stratos. Finde ich eigentlich ganz witzig.
das mal so zu machen. Es ist ein sehr interessantes System, bei dem ich gespannt wäre, was Ihnen noch einfallen würde, wenn Sie irgendwelche anderen Figuren machen würden, die wir bisher nicht kennen. Also keine Vintage-Charaktere, sondern neue Charaktere, Repaints oder sowas. Ob man diese Rüstung noch in anderen Bemalungen für irgendwelche interessanten Charaktere einsetzen kann. Geht spielen leicht? Kann man so machen. Nichtsdestotrotz, Trapjaw ist für mich hier nicht besonders aufregend. Er sieht für mich zu sehr nach einer Custom-Figur aus, was vor allem das Gesicht betrifft. Die Waffe, das Beam Repaint ist, klar. Aber das wirkliche Highlight von diesem Set ist eindeutig Skeletor bzw. Keldor. Kann ich nicht anders sagen, für diese Figur hat sich das Ganze schon gelohnt. Den finde ich wirklich grandios. Klar, man kann immer irgendwas verändern. Ich habe ja vorhin drüber geredet, aber der gefällt mir einfach. Den finde ich richtig schön. Cronus hingegen ist enttäuschend. Da bleibt für mich die Moto Classics Figur das Nonplusultra, auch wenn die nur in Wechselteilen war. Aber hier hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, dass da noch was gewesen wäre. Zumindest der Kopf hätte anders sein müssen. Wenn die schon, ach, das funkelt so schön. Augen funkeln so schön. Wenn sie hier schon zwei dabei haben, da hätten sie ja auch noch einen machen können, der wenigstens ein bisschen besser geformt ist als das. Ich weiß nicht, was da gewesen ist, ob da zwei verschiedene Leute dran gearbeitet haben. Ein bisschen schade ist es. Aber top, nein. Original verpackt. Grandios. Da guckt man meiner Meinung nach gar nicht so sehr auf das Gesicht von Cronus, sondern schaut sich das Gesamtprodukt an. Wer hier OVP-Sammler ist, kriegt eine wirklich schöne Box mit interessanten Figuren drin. Wer Auspacker ist, wird hoffentlich an Keldor seine Freude haben. Vielleicht habt ihr auch an Cronus total viel Spaß. Wenn dem so ist, wenn ihr zum Beispiel mir widersprecht und sagt, hey, der Cronus ist doch super, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Sagt uns, wie ihr die Figuren findet, wie ihr das Set insgesamt findet. Ich wäre sehr neugierig auf eure Meinung. Und es wäre natürlich noch besser, wenn ihr uns auch noch ein Like dabei lässt. Dann sorgt YouTube auch ein bisschen dafür, dass das Video gestreut wird. Und ja, das war's von mir auch schon wieder. Happy Hunting weiterhin, wie andere Leute sagen. Ich sage auf jeden Fall Tschüss. Bis bald und gute Reise.